Denkwürdige Tage rufen selbstverständlich bei uns bei Phoenix immer nach Einordnung. Also Frage an die Frankfurter Börse, Klaus-Rainer Jackisch. Womit erklärt sich das Ganze eigentlich, was wir da gestern erlebt haben? Also unterm Strich muss man wohl sagen, dass hier sehr viel Irrationalität im Moment im Spiel ist. Ganz logisch ist die ganze Entwicklung nicht, aber lassen Sie es uns von einer anderen Seite noch einmal aufrollen, nämlich so, wie argumentiert wird. Und das macht man relativ deutlich, indem man eben tatsächlich auf die Inflationsrate schaut. Die ist ein bisschen gestiegen in den USA in letzter Zeit. Das liegt an der brummenden Konjunktur und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Löhne angezogen sind. Und deshalb geht man eben davon aus, wir haben das auch mal zusammengestellt, dass dadurch eben in der Tat die Zinsen weiter steigen. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Anleger im Moment so reagieren. Es gibt eben auch viel politische Unsicherheit in den USA. Und Sie sehen hier auf unserer Grafik, haben wir noch einige andere Gründe zusammengestellt. Also neben den steigenden Löhnen und der Inflation ist es vor allen Dingen auch eine Umschichtung in Anleihen, die im Moment stattfindet. Die Computerprogramme sind teilweise künstlich ausgelöst worden, weil eben bei den Verkäufen weitere Verkäufe ausgelöst worden sind. Und wie schon gesagt, die politische Unsicherheit rund um Donald Trump. Irrational ist das Ganze deshalb, weil man eigentlich ja schon seit langem weiß, dass die Zinsen in den USA wieder steigen. Seit 2015 ist im Grunde die Nullzinspolitik in den USA beendet worden. Seitdem sind die Zinsen gestiegen, schon 5-mal. Und in diesem Jahr werden sie noch einmal steigen. Das ist eigentlich alles bekannt, alles klar. Die Anleger haben sich darauf eingestellt. Jetzt könnte vielleicht die Zinsschraube etwas stärker angezogen werden, aber nicht dramatisch. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann muss man natürlich sagen, ist die gegenwärtige Reaktion in den USA völlig übertrieben und hat eigentlich mit Rationalität nicht allzu viel zu tun, sondern mehr mit Börsenpsychologie. Klaus-Rainer Jackisch, erklären Sie doch bitte unseren Zuschauern noch mal, was das Problem ist, wenn die Zinsen steigen. Weil jeder Zuschauer wird sich ja wahrscheinlich denken, schön, sollen sie endlich mal steigen, dann bekomme ich nämlich für das Geld auf meinem Tagesgeldkonto oder längerfristig angelegt, endlich mal ein bisschen mehr Zinsen. Das ist richtig. Steigende Zinsen mag man an den Aktienmärkten nie, weil dann sofort die Konkurrenz zu festverzinslichen Anleihen auftritt. Denn wenn es höhere Zinsen gibt, bekomme ich ja für Anleihen wieder höhere Zinsen. Und dann kann es eben viel sicherer und viel sinnvoller sein, lieber mein Geld in eine Anleihe zu geben, wo ich relativ sicher bin, als eben in eine Aktie, wo ich ein relativ großes Risiko trage. Und deshalb stehen diese beiden Anlageformen immer in Konkurrenz. Und in dem Moment, in dem die Zinsen steigen, ist es ein Vorteil für den Anleihemarkt und eben ein Nachteil für den Aktienmarkt. Und deshalb mag man am Aktienmarkt steigende Zinsen nicht. Das ist die einfache Korrelation, die übrigens in Europa im Moment noch mal ganz anders aussieht als in den USA. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir das auf jeden Fall verstanden und gucken auf Europa, auf Deutschland. Der deutsche Aktienindex, den hat es heute Morgen ja auch ordentlich mitgezogen, hat sich aber jetzt wieder ein bisschen erholt. Wie ist der aktuelle Stand und warum hat das dann auf Deutschland direkt solche Auswirkungen? Also die Auswirkungen sind natürlich immer sehr dadurch da, dass es eine sehr enge Verbindung zwischen den internationalen Finanzmärkten gibt. Die USA ist die Leitbörse und man sagt ja auch, wenn es dort einen Schnupfen gibt, dann bekommen wir hier eine Grippe. Das ist schon immer so gewesen, historisch kann man das belegen und das ist halt auch in diesem Fall. Dort wird eben ein bisschen geschnupft im Moment und deshalb reagiert eben auch der deutsche Aktienmarkt. Aktuell notiert das Börsenbarometer weiterhin recht deutliche Verluste. Er steht im Moment bei genau 12.375 Punkten. 312 Punkte weniger als gestern oder ein Minus von rund 2,5%. Aber heute Morgen waren die Verluste eben schon noch deutlich stärker. Der Grund, warum man das hier etwas differenzierter betrachten muss, ist, dass es in Europa eine völlig andere Situation gibt als in den USA. In der Tat auf der einen Seite die Zusammenhänge, auf der anderen Seite an der Zinsfront eine ganz andere Situation. Denn wir haben weiterhin Nullzinsen und in Europa wird es in diesem Jahr da auch sich nichts groß dran ändern. Die Europäische Zentralbank hat sehr deutlich gemacht, dass sie an ihrer Politik der lockeren Geldpolitik, dass sie daran festhalten wird. Auf jeden Fall bis Ende September, denn bis dahin läuft das umstrittene Anleihekaufprogramm, was ein zentraler Punkt dieser lockeren Geldpolitik ist. Und EZB-Präsident Mario Draghi hat auf der letzten Pressekonferenz auch deutlich gemacht, dass in den dann verbleibenden 3 Monaten dieses Jahres an der Zinsschraube mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht mehr gedreht wird. Also die europäischen Anleger und die Deutschen müssen sich eigentlich überhaupt keine Sorgen im Moment machen. Jedenfalls auf den europäischen Aktienmärkten wird diese lockere Geldpolitik im Moment nicht zurückgefahren und vermutlich auch im kommenden Jahr erst sehr spät. Also hier ist die Irrationalität noch viel stärker ausgeprägt als in den USA.
Klaus Ranajakisch, jetzt haben wir auf jeden Fall vieles deutlich besser verstanden. Besten Dank für das Gespräch. Rüber nach Frankfurt.